Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Hunter Call of the Wild Hirschfelden. Heute unser Zuhause für diese Folge. Und nachdem das bei den Enden letztes Mal natürlich hervorragend geklappt hat, werden wir heute Gänse jagen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall wird es definitiv leichter sein, die Gänse zu hören. Als ich nämlich gerade gespawnt bin, habe ich schon Gänse gehört. Mein Zelt steht irgendwo da vorne auf dem Feld. Und da werden wir jetzt umhängen, ich auch direkt das spawnen können, ehrlich gesagt. Aber ist nicht ganz so weit hier weg gewesen. Deshalb gehen wir erstmal dahin und gucken, vielleicht, ob wir sogar der Dreh dann auf dem Weg mitnehmen können. Denn das ist ein Bock. Und ich habe natürlich vorbereitenderweise hier schon mal auf jeden Fall so einen Rehrufer mitgehabt. Das ist schon mal gut. Also vielleicht können wir noch hier vorher da Dreh schießen. Ich habe jetzt natürlich nur eine 13,06 dabei, was für das Reh leider ein bisschen groß ist vom Kaliber her. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich gedacht, sicherheitshalber nehmen wir auch mal eine Kugelwaffe mit. Wobei wir nur Rehpost mitnehmen können für die Flinte, aber da müssen wir immer so nah ran, ne? Deshalb werden wir jetzt hier hoffentlich mit zurechtkommen und dann hoffentlich halt ein paar Gänse unten auf dem Feld finden. Ich bin gespannt, inwiefern da überhaupt Gänse kommen. Aber erstmal versuchen wir das Reh zu finden. Da habe ich hier natürlich nicht die beste Sicht und der Wind ist dementsprechend auch wieder nicht auf meiner Seite, muss man sagen. Der wird mich wahrscheinlich verraten, bevor ich das Reh auch nur ansatzweise sehen werde. Weil wenn es hier hochkommen sollte, dann müsste das schon relativ nah kommen, ne? Und ob es so nah kommt bei dem Wind, möchte ich fast bezweifeln, um ehrlich zu sein. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. So, ich rufe einfach schon mal eine Gans hier, oder? Klar. Ah, da unten ist ein Reh. Aber das ist ja, glaube ich, eine Ricke, wie das aussieht, oder? Das ist auf jeden Fall eine Ricke, aber irgendwo hier war ein Bock noch an der Seite. Aber wie gesagt, der ist halt mitten im Wind drin. Also wenn es gar nichts wird, dann müssen wir mal gucken, ob wir die Ricke vielleicht schießen. Ah, siehst du, der warnt mich nämlich schon. Er steht halt irgendwo da in der... Ah, da ist er. Eine Senke drin, wollte ich gerade sagen. Und dann zeigt er seinen Kopf. Ah, abgesprungen, ne? Da springt er ab, der Gude. Eben gucken, was die Ricke macht. Die steht noch da. Dann nehmen wir halt die, würde ich sagen. Ja, da war halt der Wind dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, in dem Moment. Weil der Bock halt voll da drin stand. Aber immerhin hatten wir ja noch die Alternative und konnten immer das erste Tier erlegen, wenn es auch nicht die Gans war. Aber seitdem auch wieder keine Gans gehört, ne? Wahrscheinlich wird hier wieder kein einziger angeflogen kommen. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht ein, zwei Gänse hier sehen werden. Mal sehen. So. Das sammeln wir eben ein. Gibt zumindest ein bisschen Kohle. Mal gucken. Ne, wird mir auch nicht angezeigt hier, ne? Ich wollte gerade gucken, ob ich mein Maximalziel da an Gänsen platziert habe. Ich glaube, maximal 24 gehen oder so. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber oh, wird schon das Maximum da sein, ne? Auf jeden Fall ein ziemlich offenes Feld, ziemlich großes Feld. Ich weiß aber nicht, ob die hier tatsächlich auch so Gebiete haben, wo mehr Gänse und wo weniger Gänse sind. Ich weiß, dass ich mein Gänsezelt auf jeden Fall mal auf einem anderen Feld hatte. Da war das immer erfolgreich. Das war aber, glaube ich, auch... ich weiß nicht, ob es vielleicht hierbei war oder es war hier... Ne, hier nehmen wir es auf jeden Fall nicht. Oder hier vielleicht auch. Kann sein, dass es in einem der Nebenfelder war. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Feld das genau war. Aber da hat es mal gut geklappt. Wir hören schon die ersten Gänse wieder. Aber bis ich jetzt hier an dem Zelt bin, bin ich vermutlich zu spät, würde ich behaupten. Ich sehe es aber auch nicht. Ich höre sie irgendwo da hinten aus der Richtung.
Aber sehen tue ich sie nicht. Hier sind aber da so viele Vögel am Himmel. Irgendwie, die klingen nach da hinten. Oder sind die schon auf dem Feld irgendwo? Also ich sehe sie halt original gar nicht. Ach, da hinten, tatsächlich schon auf dem Feld, seht ihr? Die sind tatsächlich schon auf dem Feld. Ja gut, das ist natürlich problematisch, weil dadurch werden wir die jetzt auf jeden Fall nicht hier rangecallt bekommen. Das heißt, wir können höchstens versuchen, da jetzt hinzugehen. Ist aber auch nur die eine, oder? Ist es nur die eine? Geht aber auch langsam von mir weg. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt die ganze Zeit diese scheiß Gans hören. Komme ich denn hier wieder raus aus dem Ding? Warte mal. Da gab es irgendeinen Trick, ne? Oh, gut, dass ich den kenne. Das war früher mal Leertaste, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich stand doch gerade irgendwo verlassen, oder nicht? Hallo, ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Ah, hier. Dann siehst du, war doch Leertaste, aber hinten raus. Dann gehen wir mal gucken, wo die da vorne schnattern. Aber wie gesagt, ich habe halt nur die eine gesehen. Vermutlich ist sie doch gar nicht mehr. Und die wird wahrscheinlich wieder so früh abheben, dass ich da gar nicht mehr großartig zum Schuss komme. Ah, da sind noch mehr. Ah, ich sehe, jetzt hauen sie schon ab. Ja, laut Chance, aber da hinten kommen auch noch Gänse. Ups, falscher Caller. Müssen wir erst mal gucken, ob wir die hier auf offenem Feld runtergecallt bekommen. Ja, gehen die auf mich? Nee, ne? Ah, doch. Ich weiß, ob die runterkommen oder. Ja, doch, die kommen. Ja, die drehen bei, ne? Oder die hauen wieder ab. Bin mir nicht so ganz sicher, was sie vorhaben. Die kreisen hier so ein bisschen. Ich glaube, die sehen hier gerade. Ja, ja, jetzt kommen sie runter. Geh leider halt auch sehr weit weg, weil die halt da hinten an dem Platz runterkommen. Nein, so weit ist es auch gar nicht, ne? Aber hier, die Close kommen, die können wir doch erlegen. Ah, komm, dann nehmen wir die hier. So, dann haben wir doch schon die ersten. Von 6 möglichen, glaube ich, immerhin 5 Stück erwischt. Das ist doch schon mal ganz okay. Auf jeden Fall schon mal besser. Oh, da hinten ist runtergefallen. Na guck, haben wir doch die auch noch erwischt. Warum kann ich die nicht nachladen bei der? Hallo? Was soll ich die nicht in der Hand habe? So. Ja, ich glaube, wir haben sogar alle 6 dann, oder? Nee, kann ja nicht. Wir haben ja die zweite auch 2-mal beschossen. Ich weiß nicht, wie wir haben. Gucken wir mal. Erst auf jeden Fall eine silberne. Die nehmen wir einfach mal mit. Gehen dann nach vorne. Ich sammle die zwar eben schnell ein, bevor die nächsten Gänse da kommen. Auf jeden Fall schon mal bis jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Action als bei der Entenjagd letzte Mal. Schon das erste Gänse, die erste Gänse-Schwarm, der hier angeflogen kam. Da auch noch eine männliche. Nehmen wir auch an. Das war Nummer 2. Also ich glaube, wir haben mindestens 5, ne? Wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Das Problem an denen ist halt immer, dass man die finden muss, ne? Da liegen aber auch noch 2. Ah ne, hier liegen alle 3, ne? Okay, dann haben wir schon mal 5 gefunden. Hier ist auch noch eine normale
Die hier ist ebenfalls normal weiblich. Und hier Nummer 5. Auch noch eine weibliche Gans. Nehmen wir ebenfalls mit. Sehr gut. Ich glaube aber noch eine haben wir nicht. Das müssen wahrscheinlich die gewesen sein, die wir jetzt hier beschossen haben. Dementsprechend begebe ich mich jetzt hier in das Zelt. Und jetzt warten wir einfach, dass da noch welche kommen. Jetzt haben wir auch nicht die ganze Zeit dieses Geschnatter von den Gänsen da hinten, die da noch auf der Wiese stehen. Das haben wir jetzt schon mal hier ebenfalls nicht mehr störend im Weg. Also wenn jetzt welche kommen sollten, dann werden wir das auf jeden Fall mitbekommen. Aber war auf jeden Fall deutlich leichter zu hören als bei den Enten. Ne? Bei den Enten, da kam ja echt nichts und die hört man wirklich so, so schlecht. Aber die Gänse hier, die hört man auch so großer Distanz, dass da eigentlich keine Missverständnisse aufkommen können, wenn da wirklich irgendwo Gänse in der Nähe sind und über einen rüberfliegen. Also, wir warten mal ein bisschen ab hier. Und rufen vielleicht ab und zu nochmal. Ich weiß gar nicht, was der für eine Range hat, der Caller. Wenn er natürlich auch so weit geht wie der Entencaller, dann ist er natürlich schon relativ weit. Wahrscheinlich auch weiter als das, was wir hören würden. Aber, ja, einfach mal zwischendurch ein bisschen rufen wird schon nicht schaden, ne? Gucken wir mal. Aber die erste Schussfolge war schon mal nicht schlecht. 5 Stück von möglichen 6 erwischt. Auch wenn die eine schon ein bisschen verspätet runtergefallen ist. Aber die haben wir angekratzt gehabt. Bevor ich dann umgeschwenkt habe auf die Zweitwaffe. Dann kam sie erst ein bisschen später vom Himmel runter. Bin mal gespannt, ob hier noch eine gleich vorbeigeflogen kommt. Da haben wir natürlich überall auch Fährten von den Gänsen, weil die jetzt hier auch schon teilweise auf dem Boden waren. Natürlich darf auch der Regen nicht fehlen, oder? Wenn wir schon hier uns auf den Zaun verlassen müssen und hier auf die Gänse warten und die hören wollen, dann brauchen wir natürlich auch den Regen. Aber ich hoffe, der ist nicht... Ah, ist noch relativ offen, der Himmel, glaube ich. Noch nicht so, dass sich jetzt einregnet. Deshalb hoffen wir, dass das einfach hier kurze Schauer sind, die vorüberziehen. Und wir dann hier ein bisschen ruhiger haben und nicht diesen störenden Hintergrundregen die ganze Zeit. Ah, bisher hören wir auch nichts weiter. Aber denen soll ja auch Jagddruck egal sein. Also wenn wir jetzt hier ein paar Gänse haben oder geschossen haben schon und hier alles pink ist auf der Karte, das soll uns nicht davon hindern, dass hier noch mehr kommen. Müssen halt nur vorbeigeflogen kommen, ne? Hören wir da nicht welche? Mir wäre gerade so gewesen, als wenn ich so ganz in entfernter Weise eine gehört hätte, aber ich glaube, das war wieder irgendeine Einbildung. Das ist nur ein Hund und keine Gans. Deshalb müssen wir einfach mal warten. Ich weiß halt nicht, in welcher Frequenz sie hier langziehen, ne? Das ist halt auch immer so die Sache. Hoffen wir auf jeden Fall, dass es häufiger ist als bei den Enten. Denn sonst werden wir hier lange Minuten haben, bis dann die nächsten hier vorbeigeflogen kommen. Aber ich hoffe, das wird uns noch gelingen, dass wir die sehen. Und vor allem müssen wir es dann runterbekommen. Aber die ersten, die kamen ja gerade schon sehr gut runter, ne? Und dafür, dass ich einfach offen auf dem Feld saß und jetzt hier nicht in meinem Tarnzelt im Feld gelegen habe, war das gerade schon sehr erfolgreich. Vielleicht haben die, glaube ich, irgendwann auch mal hier den Bewegungsradius erweitert, ne? Ich glaube, am Anfang war der ja ziemlich eingeschränkt. Und ist hinten raus oder so. Ich wollte gar nicht raus. Ups. Aber das ist auf jeden Fall schon deutlich besser. Das heißt, wir können auf jeden Fall in alle Richtungen agieren, wenn die Gänse kommen. Nach oben ist der nicht so gut, ne? Ja, stimmt, da war der eingeschränkt. Nach oben ist der bisschen problematisch. Da müssen wir mal gucken, dass die Gänse halt möglichst flach fliegen, dass wir die dann... Weil wir können halt auch nicht viel nachziehen, ne? Wenn jetzt da eine wegzieht, müssen wir halt vielleicht, wenn dann schnell raus aus dem Zelt und dann im Stehen schießen oder so, ich weiß es nicht. Denn nach da oben ist er dann schon ein bisschen limitiert.
Aber erstmal bräuchten wir natürlich Gänse, ne? Ohne Gänse wird das hier nämlich nichts. Deshalb sitzen wir jetzt hier weiter in unserem Zeltchen und warten einfach mal. Und ich würde sagen, bis die nächsten Gänse kommen, unterbrechen wir das hier und sehen uns dann gleich wieder. Die nächsten Gänse sind zu hören, beziehungsweise eine, die da oben fliegt. Also die ist hier allein unterwegs, aber sie kommt runter. Das heißt, die können wir natürlich jetzt hier ganz gezielt bejagen und uns auf die fokussieren. Und die einfach mal abschießen. So, damit haben wir sie. Ja, habe ich natürlich gedacht, es kommen hier ein paar mehr als eine vorbei, aber es war nur eine, die dann am nächsten Jahr ankam. Dementsprechend natürlich ein bisschen blöd jetzt hier, dass da nur eine war. Aber vielleicht war es eine von denen, die gerade übergeblieben sind. Oder ich weiß gar nicht, wie viele jetzt gerade waren. Aber es waren auf jeden Fall mehr als, war mehr als sechs, ne, würde ich sagen. So gefühlt auf jeden Fall. Das waren, glaube ich, definitiv mehr als sechs. Aber, warte mal. Ich höre schon wieder welche. Nee. Ah, da oben. Vier Stück. Die können wir natürlich auch gut erwischen, wenn sie denn zu uns runterkommen. Na, ich glaube. Die werden hier schon rüberkommen, oder? Die fliegen so bei uns drüber. Ah, würde mich schon stark wundern, wenn nicht. Die werden jetzt wahrscheinlich wieder da ihren Bogen fliegen. Ja, da kommen sie. Und dann werden sie gleich runterkommen. Sehr gut, also da haben wir wieder vier Möglichkeiten. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die im besten Fall so abpassen, dass wir alle vier erwischen. Die werden jetzt da hinten runterkommen und dann müssen wir auf Zack sein. Da kommen noch irgendwo welche, oder? Aber das Problem ist, dass die da hinten so weit weg landen. Ach, hier irgendwo noch mehr. Okay, die Weine sind da unten auf dem Feld. Aber höre ich da nicht noch irgendwo welche? Oder ist das von denen hier? Kann natürlich auch sein, ne? Egal, wir werden jetzt hier erstmal jagen, würde ich sagen. Oh, die haben wir gar nicht getroffen, die eine. Okay, und die anderen beiden, ja gut, die sind natürlich jetzt so weit weg. Da kommen wir nicht mehr dran. Ja, der zweite Schuss war ein bisschen daneben, würde ich behaupten. Der war leider nicht so gut. Deshalb haben wir die. Ich hätte vielleicht auch erst auf die weiteren Gänse schießen sollen, aber die Close hier, die waren natürlich safe, ne? Deshalb haben wir auf jeden Fall die zwei erwischt und immerhin die. Aber auf jeden Fall läuft es besser als bei der. Als bei der Entenjagd. Ich gehe mal eben die Gänse hier einsammeln, die wir schon geschossen haben. Die Enten sind schon die Gänse, oder? So, hier, männliche. Nehmen wir an. Und die anderen beiden liegen auf der Seite. Die schnappen wir uns natürlich auch. Zack. Noch eine weibliche. Was geben die eigentlich an Cash, Alter? Weil die schießt man schon relativ häufig Geld. 900 gibt eine. Leg mal, da kann man ja schon gut Cash farmen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Gewehr gibt. 800 hier, männliche. Ja, 885, also schon gar nicht so schlecht, tatsächlich. Dass man die halt dann in so einer Frequenz auch schießt. Also die Pause, die ich gerade gemacht habe, die war jetzt nicht so lang. War, glaube ich, ein oder zwei Minuten, bis halt die nächsten Gänse kamen. Dementsprechend kann man eigentlich schon ganz gut von ausgehen, dass man die häufiger schießen kann. Zumindest häufiger als die Enten, die wir letztes Mal da versucht haben. So, aber sonst höre ich hier auch keine gerade. Aber der Zyklus war auf jeden Fall deutlich schneller. Vor allem, nachdem halt die eine ganz dann da kam, kam er dann auch direkt die anderen vier hinterher. Ne? Ich weiß nicht, ob die vielleicht zusammengehörten, aber ich glaube fast nicht. Weil die einzelne Gans ja schon ein bisschen mit einem gewissen Abstand zu denen dahergeflogen kam. Insofern glaube ich schon, dass die einfach einzeln daher kam und die anderen dann hinterher.
Die Lacher hier schon, da haben wir die ja, die anderen erst ganz weit hinten gehört irgendwo, ne? Insofern glaube ich, dass sie nicht zusammengehörten. Und dann haben wir auf jeden Fall hier schon einige erwischt. Das ist ja schon mal sehr gut gelaufen. Ja, aber ob jetzt noch eine kommt, das wage ich fast zu bezweifeln. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier erstmal dann Feierabend an der Stelle tatsächlich. War auf jeden Fall deutlich besser. Oh, erstmal das Mikro hier umhauen. War auf jeden Fall deutlich besser als das Entengedöns, was wir das letzte Mal gemacht haben. Insofern bin ich da schon mal happy, dass das so gut geklappt hat mit den Gänsen. Mache ich eigentlich auch zu selten, ne? Gänsejagd, ey, machen wir eigentlich schon viel zu selten. Müssten wir vielleicht mal ein bisschen öfter reinstreuen und mal ein paar Gänse hier vom Himmel holen. Heute aber keine Diamantgans, keine Special-Federfarbe-Gans, kein gar nichts. Alles so normal, aber ein bisschen Cash haben wir gemacht. Ich weiß gar nicht, wie haben wir es geschossen? 6, 7, 8, 9 oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein paar Gänse erwischt und das sollte gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.